Hab ich das Bett eingesammelt? Ja. Ich renn ganz schnell rum. Dann passiert mir nichts. So, da sind wir wieder. Ja, wieder mal mit einer neuen Aufnahmesession hier voll am Start. Und als erstes, was ich nämlich gerade gesehen habe, bevor ich hier diese Aufnahme gestartet habe, dass ich eigentlich ein bisschen Hunger habe. Deswegen ziehen wir uns hier erstmal so ein fettes Nackenkotelett rein. Ja, und ich würde sagen, da ja in der letzten Folge so viele, richtig viele Kommentare über den Eingang gekommen sind, und der eine hat gesagt, das sieht richtig geil aus, und eigentlich haben alle gesagt, das sieht richtig cool aus, aber dann kamen auch noch ein paar Verbesserungsvorschläge, und zwar, dass man hier vielleicht Zäune hinsetzen kann. Jetzt habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht, und die Gedanken waren, dass ich mir gedacht habe, ja, ich werde erstmal hier das Haus zu Ende bauen. Und dann wahrscheinlich eine kleine Veranda hier hinsetzen. Dafür muss ich dann wahrscheinlich hier ein Stück tiefer bauen und dann werde ich das mit Half-Slabs machen. Irgendwie werde ich das mit Half-Slabs gestalten und dann mit Blumen und Zaun und so. Und ja, da werden wir dann aber, wie gesagt, erstmal das Haus für fertig bauen müssen. Und ja, damit wir das Haus fertig bauen können, werden wir auf jeden Fall ein paar Bäumchen fällen müssen. Genau, so sieht's aus und das werden wir jetzt auf jeden Fall auch mal tun hier. Ach ja, oh, der Zander, der dreht hier schon wieder voll am Rad. Ach ja, herrlich, herrlich. Wie schön dieses Spiel doch ist. Und wie viel Zeit wir hier schon verbracht haben. So, zack. Ja, was gibt's großartig zu sagen? Ja, ich würde mal sagen, ich muss auf jeden Fall mal einen wichtigen Punkt ansprechen. Denn das ist die Kuh Emma. Oh mein Gott, war es ein Fehler? War es ein Fehler, sie Emma zu nennen? Ja, warum habe ich jetzt gesagt, dass diese Kuh Emma heißt? Ganz einfach, der Dena MC, der macht ja auch einen Minecraft-Let's Play und das schon seit längerem. Und jetzt hat er ja seine zweite Staffel gestartet und ihr glaubt es kaum, er hat eine Kuh Emma genannt. Das geht ja mal gar nicht, denn Gronkh hat ja diese Kuh schon Emma genannt. Wenn Gronkh das tut, dann darf kein anderer Mensch dieser Welt diese Kuh Emma nennen. Leute, Emma ist doch ein gängiger Name wie Paula. Die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Also, wer diese Kuh nicht kennt, ja, der weiß ich auch nicht. Also, es ist doch einfach so, nur weil es ein Name ist, den ein sehr, sehr großer Let's Player genannt hat, dann ist das doch, ist doch kein Copyright auf diesem Namen. Also, ich kann das absolut nicht nachvollziehen, warum da bei ihm im Let's Play so eine riesen Action gemacht wird, wegen einem Namen, der, ja, naja. Egal, soll mir eigentlich auch egal sein, mehr oder weniger. Es ist mir nicht egal, denn der Dena ist ein cooler Typ und ich glaube nicht, dass er es nötig hat, sich irgendwelche Sachen von großen Let's Playern wie zum Beispiel Gronkh abzugucken. Er hat sehr, sehr viel eigene kreative Ideen und ja, auf jeden Fall denke ich nicht, dass das seine Absicht war. Also für die Leute, die auch von hier aus Dena gucken und da irgendwie gepostet haben von wegen, ja, das hast du hier von Gronkh geklaut. Leute, bitte, bitte, ihr seid doch so cool drauf, das muss nicht sein. Absolut nicht. Absolut nicht, aber ich denke mal, keiner von den Leuten, die hier meine Videos gucken, haben das gesagt. Von daher müssen wir da auch gar nicht weiter drüber reden. So, wir sammeln jetzt mal hier schön die Setzlinge ein von diesen hässlichen Birkenbäumen. Ich hasse Birkenbäume, habe ich euch das schon mal gesagt? Ich hasse sie. Eigentlich finde ich das Holz so derbe hässlich, aber es gibt einfach Holz und das ist das Wichtigste. Denn Holz bleibt Holz, obwohl jetzt ja auch irgendwie nicht mehr. Und mir fällt gerade ein, wir können hier mal eben kurz ein paar Blümchen noch einsammeln. Denn wir brauchen auf jeden Fall später noch ein paar Blümchen, um hier Dingensbummens, nicht wahr? So, die treffen wir auch noch, um den Eingang ein bisschen zu gestalten oder vielleicht im Garten noch ein paar Blumen reinzusetzen. So, zack, hätten wir. So, und hier haben wir gerade dunkle Musik, die... Oh, jetzt habe ich hier fast meine Tastatur durch mein ganzes Zimmer geworfen. Zack, drüber gesprungen, zack, zugemacht. So, und jetzt craften wir uns mal ganz schnell hier Holz. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich war. Ich war bei weißem Holz und genau, denn das weiße Holz ist heller als das andere. Und das ist mega ätzend. Jetzt haben wir voll viel Holz gesammelt und haben eine andere Holztextur. Schittendreck. Das heißt, wir müssen unser schön gesammeltes, unbearbeitetes Holz erstmal draufgehen lassen und werden das Holz hier erstmal in eine Kiste legen. Und diese haben wir, glaube ich, im Keller stehen. Da haben wir, glaube ich, schon eine Kiste hingebaut. Ja, das haben wir. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, hier kommt das ganze Holz rein.
Und das andere Holz, das haben wir schön in der Truhe hier drin. Das nehmen wir auch mal. Genau, das haben wir ja alles hier weggelegt, wo wir nämlich unsere Höhle erforscht haben ein wenig. Was heißt Höhle? Es ist ja noch gar keine Höhle. Wir haben ja noch gar keine Höhle gefunden. Richtig traurig, dass ich noch keine Höhle gefunden habe. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es weiterbauen hier. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ganz kurz. Denn wenn wir jetzt hier schon hinsetzen, dann haben wir sofort die Decke über dem Kopf kleben. Das heißt, wir müssten die Decke hier hinsetzen, auf diese Höhe. Und das bedeutet, wir müssen hier noch eine Stufe hinsetzen. Denn sonst haben wir hier blöd. Nicht wahr? Das ist so. Ich weiß es. Ich weiß es und ihr wisst es auch. Weil sonst haben wir ein ziemlich dickes Problem. Architektonisches Problem. So, zack. Hier haben wir 4 Stufen mal eben kurz eingesteckt. Und es gibt sogar noch mehr Neuigkeiten. Es gibt sogar noch richtig viele Neuigkeiten. Eine davon darf ich euch leider noch nicht sagen, aber da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, sobald der 14.04. vorbei ist, beziehungsweise der 14.04. dann ist. Da werdet ihr nämlich eventuell eine kleine Überraschung sehen. Aber da, wie gesagt, da möchte ich jetzt auch nicht zu viel drüber reden. Und es gibt noch eine Kleinigkeit. Was heißt eine Kleinigkeit? Das ist eigentlich gar keine Kleinigkeit. Das ist sogar eine richtig, 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 richtig dicke Dickigkeit. Denn ich habe ja beim Contest von LGMX Gaming mitgemacht. Übrigens ein sehr cooler Let's Player. Guckt mal rein, wenn ihr Bock habt. Finde ich eine sehr sympathische Stimme. Und ja, ich habe seitdem auch mal ein bisschen mit ihm geschrieben. Und er ist wirklich cool drauf. Also ein super Typ. Guckt einfach mal bei ihm auf den Kanal rein, wenn ihr Bock habt, natürlich. Auf jeden Fall habe ich bei ihm bei dem Contest mitgemacht und ihr glaubt es kaum. Ich bin unter den Top 10. Das ist doch mal was. Das heißt, ich werde auf jeden Fall in naher Zukunft, beziehungsweise, ja, der Termin steht schon fest, aber ob das jetzt der endgültige Termin ist, weiß ich nicht. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht zu viel zu sagen. Aber es ist ein Termin festgesetzt worden und da werden wir dann ein Let's Play Together machen. Es wird eine Folge werden und da wird der, LGM Gaming mich ein bisschen interviewen. Das wird er tun, genau. Ja, und in diesem Interview werdet ihr dann so einige Sachen über mich erfahren, wahrscheinlich, die ihr vielleicht selber noch nicht wusstet. Das ist ja mal was, oder? Ja, gut, so. Jetzt haben wir hier schon mal eine zweite Etage reingebaut. Schon fast fertig. Schon fast fertig. Da müssen wir aber noch ein bisschen dran arbeiten. Oh nee, ey. Ich verbaue mich auch jedes Mal. Das ist doch nicht mehr normal. So, und ich wurde letztens gefragt, Uploadplan, Zander, wo bleibt der Uploadplan? Ja, ich weiß es nicht, ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich habe mir schon so ein paar Sachen ausgedacht, aber, ich habe noch nichts umgesetzt. Und das ist scheiße, das ist richtig scheiße. Aber, keine Panik, ich habe es im Hinterkopf, oder mehr oder weniger habe ich es im Vorderkopf, oder da, wo es halt hingehört. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der hier so auf die ganze... Ja, also ich habe nicht so viel Ahnung, wo es hingehört, aber auf jeden Fall habe ich es im Kopf irgendwo, da schwirrt es irgendwo rum und ich werde es nicht vergessen. Und ich habe auf jeden Fall vor, das dieses Wochenende bekannt zu geben. Das heißt, dieses Wochenende werde ich ein Video machen, wo ich den Plan, den ich mir ausgedacht habe, umsetzen möchte. Ist das nicht eine schöne Neuigkeit? Ist sie nicht schön? Ist sie... nicht wunderschön, diese Neuigkeit? Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass sie euch gefällt, diese Neuigkeit. Und lasst euch einfach überraschen bis zum Wochenende. Ihr habt auf jeden Fall, was ich jetzt schon sagen kann. Sage ich's? Oder sage ich nicht? Nein, ich sag's. Ihr habt auf jeden Fall Mitspracherecht. Das ist doch mal was. Das heißt, ihr könnt euch ein bisschen aussuchen, wann und wie und wo und warum und weshalb und den ganzen Kram. Und ja, aber weiteres erfahrt ihr dann am Wochenende, bevor ich jetzt hier wieder alles erzähle. Alles bleibt geheim bis dahin. Fast alles. Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt. Ein bisschen habe ich schon erzählt. So, jetzt haben wir hier schon wieder ein bisschen Holz gesammelt. Von unseren gerade frisch gegrowten Bäumchen hier, die wir mit unserem Bonemeal schön hier hochgezüchtet haben innerhalb von einer Sekunde. In einer unglaublich schnellen Sekunde. Aber die ging so schnell, die Sekunde. So. Wie viel Holz haben wir? 29. Sollte nicht reichen, aber egal. Wir machen schon mal so weit, wie wir kommen. Und irgendwie, denke ich mal, oh, war ja klar, dass ich ja wieder reinfall. So, zack. Ach nee, wir können, nee, warte mal, das machen wir anders. So,
Und 7 Stück behalten wir. Bringt nichts, da wir wesentlich mehr brauchen als 7 Stützen. 7 Blöcke für die Stützen. Ihr wisst schon, was ich meine. Das Baum, die können wir mal wieder rausmachen. Und dann machen wir jetzt einfach mal die Stütze, ziehen wir hoch. Die hier auch. Und die hier. Und die hier. So, und dann haben wir nämlich schon wieder kein Holz mehr. Also kein unbearbeitetes Holz. Aber das soll uns auch erstmal nicht stören, denn wir ziehen jetzt erstmal nur die Grundform so weit hoch, wie wir sie hochziehen müssen. So, hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen was hin. An Holz. Zack, obwohl wir könnten da vielleicht auch eine Glasfront hinmachen. Ich weiß es noch nicht. Kann man ja alles noch später entscheiden. So, zack. Und da kommt wieder so ein Pöhler hin. Mist, da haben wir viel zu viel Holz Beschlag genommen. Aber egal, wir haben ja hier so einen riesigen Wald und ganz viele Saplings, die wir noch einsammeln können. Die setzen wir hier nochmal auf den Boden. Zack. Ach, das ist so herrlich. Von einem Baum kommen wieder 20 Saplings auch. Das ist so wunderbar. Wunderbar ist das. Und das Lied mache ich auch mal weiter. Nervt nämlich irgendwie. Schon zu oft gehört. Aber irgendwann lasse ich es auch mal durchlaufen. Vielleicht kennt ihr es auch von einem etwas bekannteren Let's Player, den ich ja nicht so mag. Für die Leute, die meine erste Staffel gesehen haben und meine zweite Staffel, da habe ich glaube ich auch schon mal drüber geredet. Es gibt so einen Let's Player, den ich hier in Deutschland gar nicht so mag. Vielleicht wisst ihr ja noch, wer es ist. Vielleicht wisst ihr es ja noch. Es wäre auf jeden Fall mal schön für die Leute, die es wissen, mal zu wissen, mal zu hören, mal zu erfahren, was ihr so von diesem Let's Player haltet. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, muss ich nicht mehr machen. Ich bin so gemein. Der Zander, wer ist das? Wer ist dieser Let's Player? Vielleicht werdet ihr in den Kommentaren ja lesen, wer es ist. Vielleicht werdet ihr es erfahren. Aber nur vielleicht. So, zack. Zack, die Blumen nehmen wir nochmal mit. Und dann fällen wir nochmal hier die Bäume. Und ich habe gerade echt Schiss, ey. Ich sehe es nämlich schon kommen, ey. Gleich kommt schon wieder der nächste Creeper. Ach, ein Zombie. Warte mal, haben wir ein Schwert? Nein, nein. Das war knapp. Richtig knapp war das. Keine Zombies in der Nähe. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig. Das heißt, wir werden jetzt erstmal noch diese Kuh hier schlachten. Vielleicht ist es ja sogar Emma. Emma. Ich habe Emma umgebracht. Komm, die Seeds schmeißen wir mal raus. Und, oh nee, wir können ja die Fackeln hier stacken. Können wir die Seeds eigentlich wieder einsammeln. Aber egal, komm. Lassen wir sie da liegen. Und wir sammeln noch ein bisschen Holz. Ja, ich weiß, ist ätzend, ne? Holz sammeln, das macht jeder. Jeder macht das in seinem Minecraft-Let's Play. Du bist ja gar nicht individuell. Du machst ja genau das gleiche wie alle anderen Let's Player. Ja, ich weiß. Irgendwie nervt es auch voll ab, dieses Holz sammeln. Oh, ich hab dich gehört. Mein Freund. So. Die haben wir schon mal keine Probleme mehr. So, den Baum oder den Holzblock, den fällen wir noch ab. Und dann verziehen wir uns mal ganz schnell wieder in unsere Hütte. Im Turbomarsch rennen wir da aber mal hin. Aber mal richtig schnell rennen wir da hin. Weil da steht schon wieder so ein Ender-Girl rum. Und da steht ein Creeper. Wir haben unseren Bogen bei. Und wir haben nur 2 Pfeile, aber... egal. Ach du Drecksvieh. Oh, da hinten stehen ja noch mehr. Boah. Sollen wir uns jetzt mit dem anlegen? Ach, guck mal, der ist schon weg. Dann soll er uns doch egal sein. Dann soll er uns doch egal sein. Solange der nicht in unsere Hütte kommt und da stehen die ganzen Creeper mal wieder vor unserem Haus und nerven uns ein bisschen. So, das machen wir mal zu. Und hier auch. Und hier und da und da und da und da und da und da. Und dann gehen wir ganz schnell wieder auf unser Dach. Und ich hoffe, das steht jetzt... weil hier können nämlich, glaube ich, noch... Zombies spawnen. Und wir, wisst ihr was? Wir können mal schnell... Nein, war ja klar. War ja klar, dass es da unten runterfällt. Ja, natürlich. Jetzt kommen wieder 20 Stück von denen. Nee, ist ganz normal wieder. Hier. Bogen raus. Und dann geht's auf die Glocke. Toll, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Dreck. Und ich mach's. Hab ich das Bett eingesammelt? Ja. Ich renn ganz schnell rum. Dann passiert mir nichts. Nein! Du Drecksvieh! Warum? Warum sage ich auch noch, dass es mir nichts passiert, wenn ich hier um dieses Scheißhaus rumrenne? Ach nee, ey. Der schöne Eingang. Das, ja. Schnelle Abrissaktion. Nee. Nee. Knöterich. Gibt's nicht. Boah. Knappe Sache.
So, und wir bauen das Bett jetzt mal provisorisch wieder hier rein. Ich wollte doch nur die Mauer fertig bauen. Och ja, jetzt sind auch noch Monster in der Nähe. Dreck. Egal, dann bauen wir es in den Keller und gucken, ob es vielleicht da funktioniert. Dass wir uns da schlafen legen können. Ich glaube zwar auch nicht. Natürlich geht's nicht. Egal, dann nehmen wir es mit und sind einfach mal mutig. Wir nehmen unser Schwert in die Hand und gehen durch diese Tür. Ja, komm rein. Falle. Das war eine Falle. Das hab ich voll berechnet. So, und da ist gerade ein Creeper im Wasser. Der kommt da nicht raus. Das ist gut. Wow. Wow. Nein. Sie zerreißen mein ganzes Haus. Es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr feierlich hier. Aber Mann, das kann doch nicht wahr sein. Mama, warum tut die mir das immer an? Es ist doch nicht mehr normal. Mein Haus sieht jetzt wunderschön aus. So. Ach ja, egal. Komm, wir stellen das Bett da in die... Ja, ist ja gut jetzt. Boah, langsam reicht's mir. Aber ja, da steht so ein Skelett. Oh, diese Drecksviecher. Ich werde doch noch wahnsinnig. Das heißt, am nächsten Morgen erstmal wieder hier eine fette Aktion mit aufräumen.